feinste Sniperwetter. Gut, dass ich eine Shotgun habe. Und die beste Map auch noch. Ah, oh, ich habe sogar die schöne Revolver. Oh, du hast den hässlichen. Ich habe aber auch eine schöne Shotgun, das ist die Black Sun. Beides legendäre Waffen. Black Sun und Black Widow. Gibt einfach nur hässliche Uppercut-Skins, das ist eher das Problem. Ja. Ich kenne sowieso nur die eine, die Ranker. Ja, genau. Die ist ja, also, ja. Sieht richtig beschissen aus. Ich mag die. Ich lasse die wirklich lieber liegen. Und wenn ich sie hab, tausche sie gegen eine Vintage. Egal wie dreckig die denn ist. Die Abneigung, die ist schon erweitert. Ja, die ist real. So, wo sind wir hier hin? Ich nehme die Uppercut gern zur Shotgun für die Reichweite. Ah, nein, ah, was? Ah. Aus der CSGO und aus der Call of Duty Generation und später dann auch Battlefield mit Blue Tiger Stripes und was es gibt. Ja, das ist meine Generation. Furchtbar. furchtbar. Das gab es ja sogar beim ersten Modern Warfare schon. Etwas, also nicht so krass, wie es jetzt in den letzten Jahren war, aber diese etwas ausgefalleneren Tarnungen. Sollen jetzt alle bei abhauen. Modern Warfare neu schwankt es auch zwischen okay, ist ganz cool und völlig absurd. Ja, es ist schon gleich im ersten Schwung so ein Scheiß, aber gut, das muss man ja nicht benutzen. Ja, genau. Wird dann auch irgendwie nur Tarnung, die würde ich sagen, das hat auch keine auch Tarnung mehr. Ja, Tarnung, ja, genau, wenn es dann irgendwie wieder ist. Ach, ich narre. Ich hätte eine Pax mit Klinge mitnehmen müssen. Weil ich ja. Oh, das ist fast. Also, wenn ich so schade mache. Hinweis geholt. Verkloppen ja alle. Und, ich lock ihn weg und ihr. Achso, ja, dann. Immer noch vergiftet jetzt. Oh, der will nicht. Ja, oh, gut, dann. Der läuft mir hinterher. Okay. Dann nehme ich jetzt. Ich hab dir gerade die Rollen getauscht, ohne es zu wollen. Ja. Okay, hab ich. Oh, nee, nicht bei dem Dreier und dann jetzt sowas. So, Der Sache kommt mal hin zu raus. Parrish? Ja. Kannst du noch einen Clash Faust tanzen mit dem Armor? So, das. Komm nach. Ne, jetzt bleiben wir schön zusammen. Oh, ihr Mieter steht ja jetzt hier direkt vor der Tür. Den habt ihr ja gut geparkt. Machst du heute den Beats? Ja. Oh nein, Dean, ich brenne. Ah, Hunde. Diese Hunde da eigentlich für so ein Gedöns. Heile ich mich jetzt so. Ja, oder doch Golden Acres, bin gerade unentschlossen. Ja, Golden Acres ist eigentlich näher, ne? Und ist nicht so mittig. Es sind noch weiter außen, ne? Aber es ist Double Bounty. Aber, weiß ich nicht. Fällt kein Aber mehr ein. Irgendwie aus der Richtung ist Golden Acres annähernd immer so blöd. Ich mag ja Lawson Station irgendwie am liebsten. Guck mal so ein bisschen rum. Ihr müsst vorgehen, ihr habt die Schotzen. Stimmt. Wunderbar. Der Greifenberg hatte übrigens im Chat geschrieben, Fabian, wenn du das gesehen hast. Ah, nee. Doch schon bei dir, das ist jetzt eben wieder eingefallen, dass du gar nicht so viel gesagt hast. Achso, ich sehe auch gerade eine Nachricht hier geschrieben. Witcher 3. Ja, du sitzt da ja in Sicherheit, dann holen wir derzeit den Hinweis. Ja. Nö. Da kommt her jetzt hier. Oh, noch mehr Kundschaft. Hallo. Los. Guckt er mich nur ab? Sorry. Was macht ihr da? Jetzt hat Greifenberg gesagt, jetzt hätte er. Ja, das Messer hat gerade aus mir rausgefallen. Zeit. Nett, danke schön. Jetzt haben wir ja gerade schon das Trio irgendwo da, glaube ich. Muss mir kurz einen Chip wieder wegnehmen. Ja, es ist verschwunden, glaube ich.
Wie nett von diesem Zombie, dass der mich nur angeguckt hat, anstatt mich anzugreifen. Wow. Er war so froh, dich kennenzulernen und den echten Fabian Siegesmund, du haust ihm einfach welche. Na, ja, egal. Die Schießerei. Hat alle deine Hand Kamek, glaube ich. Schießerei könnte. Ob hier wo irgendwo Heal rumsteht? Sweetbell oder Ford Kamek. Aber wir können gleich mal testen, ob mein Ingame-Voice noch funktioniert, denn die Kollegen eben ging es nicht. Hier sind Heals. Also normalerweise immer, wenn du das Spiel minimierst, hört man dich kurz Ingame und eben als du das Spiel minimiert hast, hat man dich nicht Ingame gehört. Okay. Also du hast das Spiel minimiert, oder? Hast du? Ja, hatte gerade eben. Ja, da hat man dich nicht gehört, dann sieht es eher schlecht aus. Ah, okay. Komisch. Ja, diesen Fehler hat das ja im Early. Was macht ihr da eigentlich? Oh. Jane musste sich noch heilen. Wohnt ihr ich da werde jetzt hier belagert. Habt ihr eigentlich mal eine Runde einfach so aus Spaß komplett Rambo gespielt? Beziehungsweise so komplett silent, dass man wirklich nichts aggroht und sonst was? Einmal komplett silent und dazu gibt es auch demnächst ein Let's Play. Ja, mit Armbrust. Alleine und mit Armbrust. War sehr spannend. Ich weiß, ich habe mir das Ergebnis da nicht angeschaut. Vielleicht ist es auch total langweilig dann geworden. Dann lade ich es wieder nicht hoch, aber den Puls war es gut. Okay, bin mal gespannt. So, ich sitze mal ein bisschen auf dem Dach. Der letzte Hinweis dann. Ja, noch bitterer war es halt immer, wenn dann die Folge geil war und du sie veröffentlichen wolltest und dann dein Shadowplay Quatsch gemacht hat oder ja, OBS. Das hatten wir ja zum Glück nur einmal. Oh ja. Aber dafür war es eine richtig geile Runde. Ja, genau, es war eine richtig geile beschissen. Folge. Ah, ich bin ganz in Schwarz, ne? Mit einem Rosenstrauß. Das ist ja. Oh! Oh sagen, nein, von hinter Spark uns. Sniper von, da, wo wir herkamen. Wo wir herkamen, ja. Ich hab gerade gesagt, gerade sage ich noch mit schwarzen Klamotten auf dem weißen Dach. Wie was? Ich bin in keiner Kategorie drin. In welcher. Was? Oh, verstehe ich nicht. Aber an wie viel Meter Distanz? 108. Der war oh quasi Gott. Im anderen Compound mit Spark Sniper. Ja, gut. Ich hoffe, dass der dich looten will. Ja, der hat ja vielleicht die anderen. Er hat euch vielleicht nicht gesehen. Denke nicht. Okay. Er wäre auch. Wenn man hier in der Ecke im Schlamm sich hinhockt, dann verschwindet die untere Hälfte des Körpers einfach im Matsch. Oh ja, schön. Auch nicht schlecht. Ich bin nicht in der Handkategorie. Stimmt, warum ist das denn nicht gespeichert? Das hatte ich doch eingestellt. Wenn du wenigstens auf die andere Seite des Dachs gefallen wärst. Weil du liegst natürlich ja. auch ihm zugewandt. So, danke für den Hinweis. So, jetzt. Ah, das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Ja. Das kann jetzt ein Weilchen dauern. Ach. Wenn wir eine Smoke Grenade hätten. Dann könnte man dich vielleicht sogar aufheben, aber das gibt's ja leider Smoke nicht. Gibt's ja gar nicht, genau. Ich bin nur das Dynamit, was dann so ein bisschen raucht. Aber dann steckt er mich wieder an. Ich kenn das doch. Bewegt sich da einer von euch? Ja. Ja, wir haben halt beide auch nicht so. Exakt, wir haben halt gar hohe Range. Ja. Wir warten jetzt, dass der herkommt. Bleibt doch einfach mal 5 Minuten, 10 Minuten hocken. Dann irgendwann kommen. Das kann ich nicht, dafür bin ich zu hibbelig. Ich gucke mal zumindest so ein bisschen raus immer. Hey, du kannst ja versuchen, Plays zu machen und ich warte dann hier und. Dann hebst du mich wieder auf. Achso, das ist. Ich wollte gerade sagen, wer bewegt sich denn da, aber du bewegst dich da gerade. Nicht hier rüber, ohne dass ich gesehen auch, werde. Können natürlich auch zweiter hochlaufen, dass sich keiner entscheidet, dass er sich nicht entscheiden kann, auf wen er schießen soll. Er hat eine Spark, nur einen Schuss. Muss auch ein ja, Kopftreffer eben. Sein, natürlich. Eben, ja, und ich habe mich halt auch nicht bewegt, ich habe gehockt. Ich
Ich habe nur Frag-Bomben dabei. Mit einem Dynamit würde ich es sogar probieren, vielleicht. Smokescreen machen und dann wieder rüberrennen. Was? Ich bin auf Feuer. Da nicht, dass dich, nicht, dass der dich da durchsniped. Aber hier steht ja noch so ein Zusatzbrett vor. Achso, okay. Ja. Tattoo! Zum neunten Mal gewiesen, dankeschön. Und Vax zum zweiten Mal. Und Infernal zum dritten Mal. Dankeschön. Ich halt auch gar nicht. Also ich glaube, die. Vielleicht laufen die auch anders, die pushen nicht, weil die zufrieden waren, dass sie erstmal einen ausgeschaltet haben und uns jetzt gebunden haben hier. Vielleicht spielen die super smart, dass die einfach sich da Zeit lassen. Also ich hätte gesagt, wenn, dann. Wüsstet ihr. Da hockt einer, der doch, das mit der doch Sniper. Im Norden einer, denn. Nördlich von dir regt sich doch ein. Ein Immolator, Immolator auf. Dann circlen die gerade rum. Nördlich? Aber die fighten den nicht, weil der ist ja nur böse, aber läuft ja. Dann ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, mich zu holen. Ja. Ja, das kann man halt nie sagen. Wenn da zwei rumlaufen, der eine hockt immer noch mit seinem Bark-Sniper da. Ja, ja. Er ist gerade rüber, glaube ich, hast du gesehen, Fabian? Ja. Oh, er läuft wieder, nee, er läuft umher, er weiß es nicht. Ja. Dann ping doch mal. In die Richtung vielleicht. Da ist der Emulator rumgelaufen. Sehen. Aber schlägt auch keiner, also der ist, läuft einfach nur rum, der wurde mal getriggert. Ja, das Blöde bei den Trios ist halt, ne, das sind ja immer pre-made, das heißt, die reden immer alle miteinander. Der Nachteil. Ja. Jetzt ist natürlich Gelegenheit, mir Fragen zu stellen, aber nicht so tun. Weil... Ja, mit Zweifelmonster müssen wir gleichzeitig aufs Dach laufen, gucken, ob irgendwer beschossen wird. Und dann kannst du hast ja noch ein bisschen Long Range, dass du wenigstens irgendwie zurückfeuerst oder so. Das ist auch so eine. Ah, von da. Wo ich mal von da. Aber da sieht man dich trotzdem, also. Ja. Geht auch mit hoch, er weiß ja nicht, dass ich eine Shotgun hab. Oh, runtergefallen. Langsam. Laufen Sie, laufen Sie. Boah, dass man langsam immer das Dach hochrennt, ey. Boah. Steiles Dach. Ja. Steiler Zahn, ich spring da direkt da. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo die sind. Ah, okay, von der Seite. Da. Das ist aber gut. Ah, das ist doch zum Aufheben. Dann können ist wir gut. dich holen, ja. Dann sind die da rumgelaufen. Man muss doch runtergehen, muss ich hin, aufpassen. Muss ich hinten nach da Richtung gehen. Süden weg. Nordwesten sind sie. Hier hin zu mir. Wenn ja, ich muss da kommt man runter. Ja. Hier kommt man runter, ja. Okay. Jetzt fällt er wieder um. Oh. Jetzt fällt er wieder um. Okay. Sau, ich hau dich gleich. Ey. Ich hau dich gleich. Dann hier. Okay. Schläger oben auf dem. Geh mal rein. Auf der Veranda liegt der Hinweis. Ja, nee, da will ich jetzt nicht hin. Hab ich auch nicht so Bock drauf. Jetzt. Oh, die haben ihn anders gefunden, oder? Ich glaube auch. Oh ja. Das ist doch die Entfernung, ja, die haben eine Kundschaft jetzt. Cool. Oh. Also ich würde mich mal zu dem Haus hier bewegen, ja, tatsächlich. Ja, mach das mal gerne. Ich komm mit. Ja, ich höre euch auch. Ich geh mal aufs Dach. Ja. Mal gucken, ob ich wen snipen kann. Ja. Aber ich kann hier zumindest durch die dunkle Scheibe mal durchgucken. Das ist halt eine super mächtige Position da oben, aber natürlich ist man auch extrem exponiert. Wo ist denn nochmal dieses... Da wärst du als Whiteshirt unsichtbarer als in der Klamotte. Oh, wie schnell seid ihr denn da rüber? Ja! Das ist halt auch so. Bitte. Oh, hier ist eine Kasse. Wollen wir rüberrennen in den Sniperturm? Dann haben wir den wenigstens. Wo schießen die denn da? Dahin, direkt dahinter am Sniperturm. Hinterm Sniperturm. Also okay. Zwischen Blank und Lawson. Okay. Da war auch die Sparks jetzt. Macht das denn Sau, Sinn für dich, in den Sniperturm zu gehen? Ja, für mich macht es halt total Sinn. Ja, ich kann Fabian, halt hier die Türen unten, ne? Wenn Fabian oben in Ruhe sich einen runtersnipern will, kann ich hier die Türen. Ja, das musste man auch so sagen, ne? Ja. Wieder Gesundheit verloren. Kam der Spruch nicht sogar von dir, Fabian? Kann ich mir gut vorstellen. Ich komme jetzt hier vorne rum da reingelaufen, aber dann sehen die mich natürlich. Das ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Naja, hier über die Dings oder was? Ja, ja, ich gehe hier durch. Ah, das ist riskant, aber versuch. Ja, das ist aber, glaube ich, weniger riskant, als vorne rumzulaufen. Ich glaube halt, also die Sparks klangen auch, als wäre die im Compound. Ich glaube, die haben tatsächlich uns nicht aktiv... Also es klang, als würde das andere Team die pushen.
Hier raus. Trinkst du einen, oder? Glück. Ja gut, Blank Rhinery wird halt auch der Boss sein, ne? Es musste irgendwas Alkoholisches also sein. Ist eher... Ich schätze mal, ja, sonst würden die da nicht... Ja, ja, ja. Ja, geht ja nur noch. Hier hätten wir es ja gehört. Ja. Was, zum Dach, was ist das denn für ein geiler Spot hier? Die Sparks, die lebt noch. Sieht mich noch niemand hier. Nicht darüber gucken. Also ich habe Osten bis Norden so ein bisschen im Blick von meiner Position aus. Ich sehe Nordwesten nur einen ganz kleinen Stein, aber das bringt uns glaube ich gar nicht weiter. Aber da mal hinterher gehen, wenn die da gerade busy sind, lieber da reingrätschen. Zombie Agro? Okay. War jetzt gar nicht so weit weg. Das... Nein! Fuck, oh moin. Du. Immer dauert es zu lang. Also ein Banish stünde mir gut zu Gesicht. Damit die wir eine ungefähre Sparks Position Panik nachlässt. Außer Richtung West. Wir haben die Hunde hier ausgemacht, das heißt, sie sind auch von unten reingelaufen. Spinne lebt noch, glitscht durch die Wand. Ach, Hunde leben auch noch, okay. Und noch weiter im Norden sind die. Ja. Hinterm Compound. Ach gut, das habt ihr selber gehört. Ja, auch Irren. Aber Spinne lebt noch. Ups. Also ich vermute mal, dass im Leer dann gar keiner ist. Ah, die haben sich, haben vielleicht das eine, den einen Trupp zum Ausgang hinten getrieben. Einer ist da oben auf dem Dach. Hä? Okay. Wenn ich den sehen kann, wäre natürlich perfekt. Ja, das wäre ein Fabian-Kill. Oh ja, ich sehe, wenn er still hält, habe ich ihn. Halt still. Oh. Jetzt läuft er, er springt die Runden her. Ja, 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 bleibt nicht stehen. Komm, bleib nach. Nach, nach. Ah. Ich sehe ihn nicht mehr. Aber das ist Sparks ohne Sniper, das heißt, es ist nicht der, der dich gekillt hat. Nee. Was ist das? Nicht mehr. Crouchwalken gerade, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ah, jetzt sind hier Krähen, ich muss kurz. Also wenn er nochmal crouchwalkt, versuche ich einen Schuss zu kriegen. Ja, dann zählen wir vielleicht rein. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Ja, der bleibt immer nur kurz crouched. Hier auf der Hälfte ist er. Also linke? Okay, dann muss ich weiter außen rum. Ah, wenn er mal stehen bleiben würde. Drei Leute lauern, dass er stehen bleibt. Da hinten laufen auch noch welche. Das heißt, die sehen mich jetzt auch. Das ist natürlich gefährlich. Ist er noch da auf dem Dach? Ja, ja, da noch da. Läuft jetzt wieder auf deine Seite. Ja, 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 okay. Wollen wir es gleich versuchen? Oh. Okay, hat sich erledigt. Okay. Ja, genau. Dann lassen wir die anderen mal kommen jetzt. Wir haben ihn zu Tode angestarrt. Das war bestimmt Spark-Sniper. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kommt ihr jetzt an den Compound ran mit euren Shotguns? Ich bin am Schleichen, ja. Bin noch zu weit weg. Bin in dem Häuschen. Kann ja mal langsam in die Richtung. Die Leiche sähe. Da sehe ich sie. Da oh, läuft hier. Im Compound rum. Außerhalb. Also außerhalb des Gebäudes im Compound. Oben auf dem Balkon. Der Balustrade auf unserer Seite kurz gewesen gerade. Wo bitte? Bei mir ist glaube ich auch einer. Außen. Der war gerade eben hier. Dann aber glaube ich reingegangen. Hier ist bei mir close einer. Ruhe bitte. Okay. Ja, da vor dir. Und zwei mindestens. Hab ihn down. Nice. 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 Decken uns gegenseitig richtig. Ich hab mich aber von Fabians Dings abgeaimt, wie geil, ey. Irgendwo hinter dem Hügel, glaube ich. Kannst du seine Position pingen? Wo ich ihn gekillt habe? Ja. Da so. Oh, ich sehe den Sparks, Mann. Der hat mich ja leider auch gesehen. Weiter ist jetzt Agro.
mal die. Das, der Sparksmann ist ein Redshirt. Du heißt der Töten. Kannst du nochmal den pingen, den du gekillt hast? Mhm. Hier irgendwo liegen. Ah, so weit da drüben, okay. Ja, der Sparksmann hat halt jetzt den Vorteil, dass er. Also links, von deiner Seite aus links von dem Ping. Bin näher zu den Waggons hin. Kann ich leider nicht sehen. Der Sparksmann hat halt den Vorteil, dass er weiß, wo er ist, wo ich bin. Und er kann jetzt halt ganz weit aus. Einer vom Compound schießt auf mich. Wissen nicht, dass ich hier bin. Die sollen mal hier rauslaufen. Macht euch nicht so passiv. Keine Sorgen, ich bin schon wieder raus. Hab nur versucht, einen Winkel auf den Sparksmann zu kriegen. Den ich gekillt habe, weiß natürlich auch nicht, von wo das kam. Das muss auf dem Dach gerade gewesen sein. Ja, ja, genau, das war hinter mir. Der ist, läuft oben auf dem Dach oder auf dem Balkon wieder rum. Aber wenn ich jetzt ja, hier, dann compromise ich an meine Position. Ich sitze hier eigentlich gerade ganz gut. Mach du ruhig Ruhe. Ey, wie ein 25 Gesundheit minus fressen können. Ja, es geht an die Substanz. Der dich da getroffen hat, das war auch Sparks oder was? Ja, es hat nur 50 Damage gemacht. Klang eher nach Mosi, die nicht gut getroffen hat, glaube ich. Blackshot oder ja, so. Ich weiß auch nicht, ob der mich getroffen hat, ob das der Sparksmann war, denn der hat mir jetzt auch nur 50 Schaden oder na 70 vielleicht gemacht, aber er kann auch Bein getroffen haben oder irgendwas. Ich höre auch nur zwei drinnen laufen, was mich gerade wundert. Wer hat jetzt hier wen angezündet? Das verstehe ich nicht. Ich habe gar nichts gehört. Also es sind welche im Compound? Jetzt, Typ auf dem Dach, oben an der Dachluke. Wo es in den Speicher geht. Da. Jetzt steht er ganz oben auf dem Dach, ist aber ein anderer. Mal zu euch rüber. Fabian Reichweite. Oh ja. Nochmal den anderen. Oh. Gut getroffen. Ja, richtig versammelt. Dane, siehst du doch die Leiche von dem anderen? Ich dachte, ich hätte gerade eine Bewegung gehört. Nee, ich sehe sie nicht. Ich glaube, ich wurde von da auch angeschossen gerade. Weil sie den kleinen den Hügel runter. Ah ne, da auf dem Dach. Ich hab's gerade versucht. Ja. Auf dem DeLorean Dach? Getroffen? Ja, auf dem DeLorean Dach. Den habe ich einmal angetroffen, angeschossen? Angetroffen. Ja, ich kann nicht zu dir, Fabi. Ich werde sofort in den Rücken geschossen, von denen auf dem Dach. Oh. Ja, ich musste da auch weg, weil der DeLorean. Oh, was? Noch irgendwer anders von irgendwo. Ja, gesandwicht. Weiß nicht von wo. Ich weiß nicht von wo. Distanz? Ungefähr und welche Waffe? Alter Boy, also Lebel. Ja. Kam aus dem Compound, meine ich. 57 Meter. Okay. Wird das der auf dem Dach gewesen sein? Es war nicht der, der von der DeLorean-Hütte. Gehört der Typ auf der DeLorean-Hütte, ist das jemand, der aus dem Compound rausgelaufen ist, zu denen gehört, oder ist das ein anderes Team? Nee, das ist der Sniper-Boy. Ach so. Das ist aber doof. Dann ist hier wahrscheinlich nur noch das eine Team und wir, ne? Mhm. Auf wen hab ich dann erschossen? Na, egal. Nee, das sind zwei Teams. Eins in Compound und eins Richtung Nordosten. Ja. Die gehören nicht zusammen. Ach so, ah. Wir haben doch einen auf dem Dach schon gekillt. Der gehörte zu dem. Oh, der läuft rum. Jetzt stehen wir echt scheiße. Lass mal da ins Haus gehen, ja, dann wenn wir es schaffen. Ruhig ganz abbrechen und neu. Au, au. Oh boy. Wow. Wow, von allen ziehen Seiten. Sie alle auf euch. Ja, weg vom Fenster. Ja, das Fenster ist da oben. Ja, das sonst eigentlich dieser, das, haut halt ab. Du immer mit deinen Klos, was ist das? Ich hätte hier drin sein können. Achso.
die töten. Wo kommt denn das jetzt noch? Da kommt jetzt auch aus Lost the Station, kommt auch noch was. Ja. Ja, das müssen die sein. Das wird wahrscheinlich zu dem Team gehören. Vielleicht mal da rein. Bisschen verstecken. Ach, hier ist auch die Clou drin. Nehmen wir die doch mal mit. Im Klo. Ein ausgerechnet, wo wir jetzt keine richtigen Long-Range-Waffen dabei haben, snipen die über die ganze Map rum. Und zwei Shotgun-Hoshis dabei sind, sind alle Fights auf Long-Range. Ich hab ja immerhin noch eine Obris, aber mit Zweifel Obris warten wir jetzt keine Sniper. 10 Minuten wieder. Und wir nehmen dann Fabian wieder. Die beiden Teams müssen sich doch irgendwie auch mal in die Haare kriegen. Ja, ich kann sagen, jetzt sind wir erstmal raus aus der, aus der Nummer, weil die wissen ja auch, dass wir abgehauen sind. Ihr könnt ja in der Zeit mal ein bisschen more battery, beziehungsweise einfach andere Hinweise suchen. Warum eigentlich nicht? Warum Zweier? Denn da jetzt die ganze Zeit rumzuhocken. Also für die andere Bounty dann, meinst du? Ja. Ja. Gibt wenigstens Geld. Die haben die Hunde getriggert, die vorne am... am Compound sitzen. Ich die Frage, das brenne ich, aber vergesst's. Haben sie das denn auch? Wie viel ich Zeit hab doch, haben die denn? Ich hab extra die schöne Chokebomb dabei. Ja, du kannst doch gerne nochmal zurücklaufen, aber es ist halt sehr risky alles, ne? Vielleicht einfach kurz werfen und dann zurückrennen oder so? Guck mal ich gerade. Ich auch mal so kacke, wenn man jemanden liegen lässt. Ich mag das auch nicht. Bin halt jetzt auf 75 runter. Achso, das ist auch nicht viel. Nee. Da. Probieren's. Aber die müssen. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt die auch genug Zeit hatten, dich anzuzünden. Mich überhaupt rechtzeitig bis da. Nee, ich bin jetzt auf 50. Du bist noch 100 Meter weg. Vergiss es. Vergiss es. Ich hab doch bestimmt Pitcher. Ich hab Pitcher, ja. Ja, das schaffst du trotzdem nicht. Hat immer noch die Frage, ob wir ihn dann überhaupt aufstellen können. 40 sind es da. Ja, dann zündet danach gleich mich wieder an. Jetzt sind es auf 30. Na ja, gut, mit einem. Dem Dach ist er nicht mehr. Du schießt einer! Bin ich mal von wo? Fabian. Ich brenne nicht mehr, immerhin. Okay, Fabian ist aus. Aber es sind jetzt nur noch 25. Also, ich würde jetzt wirklich sagen, dann geht halt weiter. Hier läuft irgendwer bei mir. Los. Ich laufe hier. Aber ich bin noch weiter weg. Die andere Seite vom Wagen. Ja. Auf der direkten Seite vom Wagen ist keiner. Ne, oben. Ah, an der Kasse. Wo war die nochmal? Das weiß ich nicht. Innen drin war eine Kasse. Im Compound, ja, da. Ist jetzt ist an die Kasse. Oh, oben. Ganz oben im Sniper Tower. Ist auf mich geschossen, warte. Zumindest mal versucht. Rauskommen. Die natürlich jetzt nicht. Das ist ja schön, wenn der da jetzt runterkäme. Das wäre schön. Wenn die mich sehen. Ich muss hier auf jeden Fall. Kann ich auf der Treppe sehen. Er atmet schwer, ich höre ihn. Ja, ich höre es auch. Das ganze Gemorde geht ihm nach. Ja, da sind wir wieder bei Schuldgefühlen aus Gewaltspielen. Ja. Aber ich brenne noch nicht wieder. Ja, das ist, wenn ich crouche, hört er mich halt. Das ist das Doofe. Er ist ja auch zu schön gewesen. Ja, ja. Ich glaube, er weiß nicht, dass direkt einer unter ihm sitzt. Das nee, nicht weiß er nicht. Die Treppe hört er. Und er ist kann halt die auch immer abnehmen. Noch im Sniper-Tor-Monster, ne? Ja, aber ja, der guckt oben aus dem Fenster. Oh, hat schon wieder auf mich geschossen. Aber war das die ganze, war das eben auch eine Libelle oder war das davon ein Spark? Zwei drin? Ah, ich glaube, der ist jetzt dann auf dem Walkway rübergegangen.
Dann lauf du doch sichtbar nach Mont oder so weg, vielleicht kommt der ja dann raus. Sichtbar, das ist halt, kann tödlich enden. Ja, das ist auch wieder richtig. Ich bin ja schon ein bisschen zwei am Baiten, so. Ich hab das Gefühl, ich höre mehr als eins, als ein rumsteppen. Ja. Gerade nicht. Ja, das sind zwei. Einer läuft unten, einer läuft oben. Noch ein Zombie. Okay. Wenn nicht, dass du jetzt gleich nicht aufstehen und wegrennen kannst, du, wenn du dich da unten so verkantest. Aber jetzt kommt doch hoffentlich einer runter. Aber da macht er ja gar keine Geräusche, das ist ja geil. Ich würde halt auch gerne mal meine Shotgun benutzen eigentlich, aber ich komme nicht ran. Schöne Ding. War teuer. Ja, deshalb auch gerne saven. Ach, der so teuer war es jetzt nicht. Oh, wie viel Geduld haben die denn? Die sollen ja, jetzt da runterkommen. Oh. Ja. Renn nochmal. Aim die eine Viertelstunde da Monster ab. Steppen auch die ganze Zeit hin und her. Ja, der eine aimt vielleicht nicht. Ich glaube, der steht oben am Balkon. Ich meine, ich sehe da was, aber. Ja, ich rumkrieche, hören die mich bestimmt. Und ja, ich komme im ersten Stock. Ja, die Waffe wackelt zu viel auf die Distanz. Ja. Treffe ich nicht. Problem ist auch, dass die. Er kann halt durchs Fenster, wenn er rausguckt, sieht er mich halt die Treppe hochkommen. Das heißt, er hört mich nur, er sieht mich mal hier rum. Nee, das, da sieht er dich ja nicht. Der guckt ja in Richtung Monster rüber. Nee, aber wenn er dann aus jemand aus dem Fenster guckt, weil er mich hört, also er kann dann direkt auf mich wirken. Nee, erst wenn du durch die Tür gehst. Nee, es hier ist so ein Fenster direkt über der Tür. Das ist ein Fenster über der Tür? Ja. Nee, wenn du mich in Richtung Fenster in die andere Richtung. Da ist ein Fenster über der Tür, die in Richtung Südwesten zeigt. Dadurch kannst du Leute sehen, die durch die Tür kommen. Ja, nach Südwesten. Das ist direkt über der Tür. Aber hier über der wie Treppe so ein ist auch nochmal ein aber der Dachloop. Der Treppe dachte ich nicht, dass da, aber gut. Ich hab jetzt nochmal einen anderen Winkel, vielleicht rechnet er nicht damit. Was ist eigentlich mit dem Butcher? Den für den da ist wieder keiner. Ich kann sagen, interessiert sich keine Sau für. So, jetzt komm. Muss ich doch irgendwann einen Winkel haben, wo er nicht hinguckt. Muss er doch da irgendwann mal rauskommen. Wie viel Spaß kann er denn haben, da oben rumzulaufen? Geht's schon hier zwei runter? Immer noch, oder? Ja, ich glaube ja. Ja, es sind zwei. Ah, auf der hier kommt gerade die Treppe runter. Andere Richtung gelaufen. Ist er vorbeigelaufen? Nee. Der müsste eigentlich Richtung Nordosten die Treppe runtergelaufen sein. Jetzt kommt er runter. Jawoll! Okay, ich push ran. A thing of beauty! So, ich höre Steps oben noch. Werf mal Dynamit da rein. Oh, da ist das Fenster. Ich hab's gerade nicht gesehen, ich bin gerade bei dem Fenster. Ich zünd ihn übrigens an. Er ist bei mir über mir. Oh, in der Tür unten. In der Tür. Boss leer. Oh, wow. Oh nein. In die Eier. Jawohl. Wo kam der denn her? Weiß ich auch nicht. Hä? Boah. Runtergejobbt von oben. Ein Glück hatte der nur ein Messer, ey. Zünd den auch direkt an. Ich hab den anderen auch so angezündet. Nee, brauchst du nicht. Ich hab nichts zum Anzünden. Obwohl, so, hier steht stimmt. Was. Ja, hast recht. Wir zünden ihm jetzt egal. Ja. Dann holen wir dich wieder und dann ist alles gut. Wo liegen die denn? Bounty. Ich hab eine Laterne. Oh. Vorsicht, dann ich. Ja, hier irgendwo stehen. Da um die Ecke rum. Hier liegt er. Warte, looten. Ich brauch ein bisschen Zeug wieder. First Aid. Alles geworfen. Und ich krieg meine Wurfmesser wieder. Immerhin alle 6, weil ich alle weggeworfen hab. First Aid, $50. Jetzt kannst du ihn anzünden. Oh, das ist richtig gut.
Richtig gut gespielt. Okay. Jetzt, ich gehe mal hier in den Compound. Und ich warte jetzt erstmal noch mal Munition. Ich habe erstmal Heal. Sonst warte ich jetzt noch ein paar Sekunden, bis die ausgebrannt sind, ey. Long Ammo. Ja, deren dritten Typ liegt garantiert auf dem Dach. Beim Spider-Team. Der hier brennt uns gar nicht. Nö. Was ist mit dem? Wenn der schon gelieft ist, dann, dann brennt der nicht mehr. Der ist ausgebrannt, der andere. Okay, also sind die, glaube ich. Ja, oder ausgebrannt. Ja, der ist sehr schnell ausgebrannt. Ja, wie gesagt, dann kann es sein, dass er gelieft ist. Sonst bleibt doch einfach, was heißt einfach noch ein bisschen auf Distanz jetzt, denn die heben ja gleich auf. Jetzt. Und zwar jetzt. Dann sollen sie halt abhauen. Ja, genau, dann holen wir dich wieder und machen den Butcher. Nach oben und machen wir den Butcher. Meinst du, die gehen raus? Das sehen wir dann. Die haben das jetzt eben gehört, also die müssen auf jeden Fall wissen und die wissen vielleicht nicht, dass wir nur zu zweit sind. Also ich Harz. Ja. Ich habe keine Mets mehr, kein Dynamit, keine Choke Bomb. Aber ich habe meine Wurfmesser noch. Drei Kills. Und ich habe meine Ruhe. So, die Diskussion morgen über Killerspiele oder Gewalt in Spielen. Die gehen zu den Docks. Glaube ich nicht irgendwo hochgeladen. Oder okay, so. Die machen, die wollen den Butcher machen. Ja, aber gehen wir auf jeden Fall Fabian mal auf. Ja, das ist erstmal das Erste. Vielleicht den Typen auf dem Dach noch looten. Was hatte der denn? Ah, ja. Der hatte ein normales Sparks plus eine Bornheim, der andere Bornheim, hatte eine Lebel plus noch irgendwas anderes. Ja. Das heißt, der Sniper gehört zu dem anderen, zu der anderen Bande. Ja, oder der ist der Typ, der auf dem Dach gestorben ist. Nee, der hatte doch eine normale Sparks, das hätten wir doch gesehen, oder? Das ist der dritte, den ich gekillt habe, Fabian. Ah. Ach, lag der. Okay. Den habe ich da gewone-shottet mit der Uppercut. Und du, Fabian, dann blute ich kurz. Ja, ich guck kurz, ob der Typ auf dem Dach. Das ist der Spark-Sniper-Typ, der liegt hier. Ja, aber der Typ auf dem Dach, der ist nämlich weg. Den haben die aufgehoben gerade. Ja, das heißt, es ist noch ein Dreier-Team. Ist dann. Die drei sind noch da. Und wir haben das eine Dreier-Team mit dem Spark-Sniper haben wir ausgeschaltet. Gut, aber es können ja immer noch ein Dreier-Team geben. Achso, ja, das potenziell ja. Aber du bist nicht raus und wir leben alle. Ich bin noch nicht raus. Ja, gut, gehen wir dann aber jetzt schon im Norden raus, oder? Mit jetzt aktuell 30 Health. Ja, ich glaube, das macht nicht viel Sinn mit dir. Ja. Also wie gesagt, ich habe auch keine Mets mehr, kein Dynamit oder so. Könnt ihr ja nochmal looten hier. Ja, ich loot den mal. Die habe ich meine Mets zurückbekommen, ja. Ist die Frau drin noch Leichen, die wir looten können? Also ich habe keinen, Also jetzt habe ich eine Frag-Bomb wieder. Ich habe keinen Vulture. Kam mir die Frage, was denn jetzt die bessere Shotgun sei, die Crown and King oder die Spectre. Also die Crown and King, die schießt natürlich viel, viel schneller. Aber die Spectre teurer. Hat ist deutlich teurer. Spectre hat mehr Bums, glaube ich. Und nee. Auch eine größere Reichweite, ne? Die Stats sind absolut identisch, außer die Geschwindigkeit halt, die Feuerrate. Und man hindert sich mit der Crown and King manchmal selber daran, erfolgreich zu sein, wenn man zu schnell schießt, weil die doch mehr Rückschuss hat, als man erwartet und man dann direkt fünfmal auf einmal schießt, dann trifft man dann nichts mehr. So, die Spectre ist schon in jeder Hinsicht schlechter oder halt gleich gut. Versteck mich hier. Ja, bei der Spectre hast du halt zwischen jedem Schuss easy genug Zeit, den Typ nochmal anzuproduzieren. Oh Mann. Also okay. Mein Spiel ist gebuggt. Ich bin gerade 50 Meter in die Luft geflogen und dann wieder runter. Oh Gott. Ich dachte, ich sterbe jetzt.